Heute machen wir einen gesunden Blaubeerkuchen. Der griechische Joghurt macht den Kuchen besonders cremig und lecker. Zuerst gibst du Zucker oder Zuckerersatz in den Mixer oder in deine Rührschüssel. Anschließend gibst du weiche Butter dazu. Und dann alles kräftig durchrühren. Abonniere unbedingt meinen Kanal, damit du keine Rezepte mehr verpasst. Im Anschluss kommen die Eier hinzu, sowie unser cremiger Joghurt. Nun verrührst du alles noch einmal. Jetzt kommt eine Vanilleschote hinzu oder du nimmst einfaches Vanilleextrakt, so wie ich das hier genutzt habe. Zusätzlich nimmst du eine halbe Zitrone und drückst diese schön aus. Zum Schluss kommt das Mandelmehl und das Backpulver hinzu und dann nochmal kräftig rühren. Nun bereiten wir unsere Heidelbeeren oder Blaubeeren vor. Diese vermischst du schön mit Mehl, denn das sorgt dafür, dass die Blaubeeren beim Backen sich auf dem Boden nicht festsetzen. Und jetzt gießt du den Teig in die Form und anschließend träufelst du die Blaubeeren hinein. Und nun das Ganze ab in den Ofen bei 180 Grad für ungefähr eine Stunde. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!